Servus Leute, heute habe ich mal wieder ein Kommentar-Raid für euch. Das ist ein Format, das habe ich früher schon mal gemacht. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Bei dem kommentiere ich alles, was ich so tue, meine ganze Entscheidungsfindung, um euch die näher zu bringen. Und in dem Fall war ich auf Streets unterwegs mit der AS Val, hatte ein bisschen PvP, habe ein bisschen gelootet und es war ein sehr unterhaltsamer Raid. Und wie gesagt, alles kommentiert. Und ja, ich denke, der ein oder andere kann da ein bisschen was mitnehmen. Schaut es euch an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Oh. Halbe Minute zu spät. GG. Kann den Tod bedeuten hier. Nochmal ein Kommentar-Raid, ja. Halbe Minute zu spät. Wegen dem neuen Matching. Shit, ich habe keine Taschenlampe dran. Heißt, hier könnten überall schon Leute sein. Ist auf jeden Fall jemand. Problem ist, ich kann da nicht hinterschauen. Okay, ich habe ihn beim Nachladen gehört. Muss sie schnell pushen. Einer kommt von unten. Okay. Geht ganz gut, die Knifte. Ja, 62, okay. Ich glaube, die haben zusammengehört. Ich bin mir nicht sicher, weil der war auch schon da. Da hinten. Er hätte auch einfach mal verrecken können. Unter einem Gang. Na gut. Zwei Leute tot. Wie gesagt, ne? Halbe Minute zu spät gespawnt und schon hat man hier lauter Leute. Die sonst nicht da wären. Die ich hätte abfangen können, wäre ich nicht eine halbe Minute zu spät gespawnt. Also ist es halt. Gut. Aber die Eiswahl, ganz gut. Das ist ein bisschen schwerer, Turrican, nicht viel. Es kommt noch jemand. Hier außen. Da rennt er. Jawohl. Gut, dass er nochmal umgedreht hat. Ich wollte gerade rüber verschieben und dann dreht er doch nochmal um. Ja, die Auswahl. Ganz schnucklig. Bis erstmal SP6. Muss ich die Tür aufmachen, weil sonst der Sound geblockt wird. Was hat er da unten gesucht? Hat er auf jeden Fall nicht viel, nur seinen Bademantel. Frage ist, kann ich den da looten? So. Ja, das ist wieder.
Der klassische Sparfuchs, man kennt ihn. Der klassische Sparfuchs. Zwei Magazine. Hohes Level, halbwegs irgendwie gemoddete Waffe und zwei Magazine. Er hat schon ein bisschen was gelootet. Er hat aber nicht gecheckt, dass ich da hinten rein bin. Er hätte eigentlich hätte mich ja ganz gut hören können. Okay, wir droppen mal unser Gear. Dann droppen wir den unten. Beziehungsweise ich droppe meinen Rucksack. Hier. Die Sache ist halt, der liegt da. Ja, von da kann man schauen, da hinten kann einer rumkommen. Und hier kann jemand schauen. Der liegt da grandios scheiße. Halt, seinen Rucksack wollte ich mitnehmen. Naja, ich sag's mal so, in den meisten Situationen brauchst du nicht mehr als zwei Mags, beziehungsweise kannst dich dann zurückziehen. Aber ich sehe es halt so, ich bin lieber vorbereitet auf die Situation, wo es das halt brauchst. Eine fucking Pistole. Hör doch auf, Mann. Das ist nicht mein Headphone. Dafür jetzt der ganze Aufriss hier. Er hat echt kein Headphone, ey. Kein Wunder, dass er mich nicht gehört hat. Halt, Marco. So. Wie war's mit der Keycard? Nein? Okay. Ja, bis jetzt hat sich dieser Marktroom nicht rentiert. Dritte Mal öffnen, dritte Mal nichts drin. Ja, die können in jedem Marktroom spawnen. Hier auch. Ich habe hier auch schon die Cards gefunden. Ich habe hier schon zweimal eine Green hintereinander drin gefunden. Kann ich hier was laufen hören? Oder war denn fertige Schüsse? Hat er Taschenlampe an seiner Pistole? Ja, an seiner Knifte. Lucky, Dankeschön für den Prime im zweiten. Wichtigster Resub. Willkommen zu Genau wo Falle. Danke für den Support. Weiß ich zu schätzen. Danke, dass du den Prime mir lässt. Wie geht's? Servus. Bin
wenigstens einer, der Taschenlampe und Laser anmacht. Lobenswert. So. War, glaube ich, sau knapp, dass ich ihn da beim Nachladen gepusht habe. So, das ist die Frage. Wir haben Collapse Crane. Da kann man von hier aus gut zu Kaban gehen. Die Kräfte hauen wir weg. Lass ich irgendwer nehmen. Egal. Schauen wir, ob Kaban da ist. Von da aus kann man gut zu Collapse Crane. Checken, ob wir einen Aspect-Key haben. Haben wir. Und ich will auf keinen Fall vorne bei Kaban rein. Gehen wir über die Apotheke. Weiß nicht, ob ich da schon Shots gehört habe. Ich bin mir nicht sicher. Das Ding hat aber weiten Radius, ey. Also einen großen Leuchtkegel. Looten wir hier noch ein bisschen. Oh, hier war schon wer. Russel, Servusler. Habe die Ehre. Tipps für Punisher 6. Ja, einfach SVD spielen und gleichzeitig questen. So habe ich das gemacht. Ich finde die SVD jetzt nicht ganz scheiße, diesen Vibe. Hier war schon wer. Ist die Tür auf. Erst Drogen nehmen, bevor man auf die Straße geht. Schauen, dass wir ins Aspect-Häuschen reinkommen. Ich sehe keine Sniper-Scaves, aber das heißt nichts. Go, go, go. Noch zu. Ich bin halt recht laut, weil ich overweight bin. Da hinten ist ein Scav, aber der ist mir jetzt mal egal. Tür ist auf, aber... Na, Tür zumachen, dass ich der Einzige bin, der weiß, dass hier, ne? Dass hier durchgeht. Ich glaube, hier ist noch ziemlich ruhig. Das heißt nichts. Es sah hier schon genauso aus. Da stand genau hier einer und hat mich abgeaimt. Hab den Fall zwar verloren, aber versucht hat er es. Na gut, dann machen wir ein bisschen Kaban. Ist das Skeff draußen? Der Skeff hat irgendwas getriggert, das kann aber auch heißen, dass er einfach eine Leiche gesehen hat. Aber er hat was getriggert. Oh ja. Auf jeden Fall, was schießt der? Ist der hier drin? Okay, dann müssen wir anders rangehen. Ist irgendwo ein Spieler? Das heißt, wir gehen von hier. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist drüben irgendwo drin. Erstmal... Shit, ich bin immer noch overweight. Mal weghauen. So.
Hallo, der ist da drin, ey. Der ist da drin, so wie der Scav schaut. Wie viele Nades habe ich? 5. Fuck you, man! Viel Spaß. Der ist nicht tot. Doch, der ist tot. Nicht sein Ernst, ey. Was ist los mit den Leuten? Außer sein Safe, ja? Was ist los mit den Leuten? Wilde Nummer. Besonders die Scavs haben ihn halt von Anfang an verraten, ne? Also sein Plan war... halt da Leute abzugammeln, ne? Übel. Er hätte mich auch fast gehabt. Denke ich, das Scav. War Zangado. Wild, ey. Und ich bin auf NA, nicht mal auf EU. Auf EU hätte ich sowas erwartet. Aber ja, danke an meinen Helm, ey. Ein Hoch auf den Urlach. Der hätte fast mein Gear bekommen. Gut. Dann ist jetzt das Ziel, den Typen da drin schnell zu looten. Und, dann können wir von hier aus zu Collapse Crane. Aber ansonsten ist hier nicht mehr so viel auf der Map. Ich will schon noch sehen, was das für einer ist da drin. Kommt was? Gut, Scav, alles gut. Wow, ey. Aber wie er halt auch da saß, ne? Der Scav saß genau vor ihm und er hat nicht geschossen. Wild. Wild. Aber war genau richtig, dass ich da hinten lang gemoved bin. Na gut, ansonsten habe ich hier nichts gehört. Voll gelootet bin ich. Wir können so langsam Richtung Exit, würde ich sagen. Bester Weg hier oben durch die Tür. Ja, aber das auch. Viewer ist Viewer, ne? Chat ist optional. Zuschauen ist Pflicht, aber Chatten ist optional. Dir auch noch einen schönen Abend, ne? Mach's gut. So, links habe ich einen Scav gehört. Ich denke, da sind Skeffer. Und dann, ja, voll gelootet, PvP gehabt.
bisschen kommentiert. Ich hätte ein bisschen mehr kommentieren können. Oder zählt es als Kommentar-Rate? Wissen was dazu euch gesagt, ne? Ich hab's zumindest probiert. Ist aber auch schwierig. In der ersten Situation und so, da das schnell zu kommentieren. Ey. Geh mal einfach raus, Collapse Crane. Bevor jetzt hier die Scaff-Flut kommt. Ich muss sagen, die AS-Wahl mit SP6 für die erste Runde lief ganz gut, ne? Lief ganz gut. Ah, da machen wir jetzt mal Hallo YouTube draus. War doch eine gute Runde. Oder? 4 Kills am Anfang. Kann man nicht meckern. Macht mal Hallo YouTube. Brecht den Lurk. Das haben wir gemacht, ja. 4 Leute gekillt. Der hier, ey. Muss ich aber, da muss ich aber auf, fürs YouTube-Video ein bisschen editieren, was ich zu dem in der Garage sage. Das hört YouTube nicht gern. Da muss ich ein Beep oder so drüber setzen. Oh, der Spam ist aber heute. Geht so, ne? Geht so. And I've been counting.